Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black for Gaming. Ich bin der Junior und ich spiele heute wieder mit dem Phil und dem Achim Satisfactory im Koop-Modus. Guten Tag. Hallöle. Ja, ich bin ja gerade. Grüezi und hallo. Schön, dass Sie dabei uns sind. Vergessen. Ich bin hier gerade mit meinem schönen Explorer unterwegs und suche eine Festplatte. Beziehungsweise da vorne ist sie, aber sie ist in der Gaswolke. Hast du geputzt? eigentlich ja. Eigentlich? Aber Gott, Alter, das knallt richtig rein. Gas, ja. Ich sterbe. Geil. Ja. Eine kacke Idee. Okay, ich muss, warte, ich gehe da mit Essen rein. Ich habe gleich noch ultra viele Plätze. Heute wird zurückgeschossen. Zwiebeldöner. Okay. Platten. Stahlträger gehen zur Neige. Jetzt mache ich das. Ach scheiße, ich habe vergessen, mein Ding mitzunehmen. Ich lebe. Röver. Ich hab's geschafft. Eine Sache. Soll ich das Zeug dann auch mitnehmen, was da rumliegt? Was sind eigentlich die Dinger auf der Seite, Phil? Die Röhrchen? Da kommt sind das der Hypertube? Genau, das wollte ich jetzt gerade machen. Warum ist noch nicht gemacht? Ich könnte jetzt gerade gebrauchen. Weil ich das erste Kupferjahr noch holen müsste. Kupfer, Messing. Und Strom muss man auch noch legen, da die verknüpfeln, damit wir Strom da hinten haben. Wer kommt denn da angefahren? Achso, das ist eine Kiste. Hä? Kommt eine Kiste angefahren? Kommt die Kiste angefahren, ich bin ein Döner. Ich kann schwer überlegen, ob ich hier. So, nee, halt, ich habe gar keinen Strom integriert in die Dinger. Eben hab er das nicht so. Nee, ich hab's in die Stützen gemacht. Aber das macht mir nichts. Das macht. Weißt du was? Wir machen jetzt mal hier ein anderes Fensterle. Und dann gehen wir ins Termini. So. Und dann machen wir die Hypertube rein. Die Festplatte habe ich. Maschine. Jetzt muss ich einfach nur noch zurück und dann sind wir schon beim Turbotreibstoff. Ja. Yeah. Aber gibt's doch ein schnelleres Auto? Nee, ne? Das habe ich mich vorher auch schon gefragt. Weil 100 in den Dünen ist echt kacke, weil der zieht da nicht auf Vollspeed durch, weil man immer hüpft. Das ist ein bisschen blöd. Da freue ich mich auf die ganzen Mods. Dann kann ich in einem 300 km/h Ferrari langballern. Ich bin kein Freund von Mods. Ach nein. Ich sag nur Cybertruck. Ja, aber war der schnell? Nö, der war verpackt. Ah. Aber war er schnell? Aber das war eher kein Mod, oder? Oh nein, nicht 154. 15. Oh. Haltet euch fest. Warum sollten wir uns festhalten? Wegen dem Turbotreibstoff. Super. Können wir doch seit 200 Jahren noch nicht produzieren. This upgrade to regular fuel is optimal for fuel power generators, jetpacks and fulfilling long distance trucker fantasies. Okay. Nein, jetzt gehen wir die Stahlrohre aus. Und ich kann nicht. No. Komm, ich kann dir welche bringen, wo steckst du? Ja, da mittendrin. Wo bist du? Bist du auf der anderen Seite? Nee, ich bin
3,5 Kilometer vor dir. Ah. Meter. Können wir leere Flüssigkeitstanks herstellen? Ja. Von denen brauche ich 10 und dann brauche ich noch Teile. Nee, ich glaube nicht. Danke. 100 verpackter Turbo-Treibstoff. Der kackte Turbo-Treibstoff. Genau, genau. Ja, fertig. Achso. Forschen. So, okay, aktuell kann ich jetzt aufpassen, ganz kurz aufpassen, ich baue gerade die Kreuzung hier um, gell, nicht, dass ihr da durchbrettert. Mhm. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Autobahn bauen oder sowas? Nö. Schade, schade. Obwohl, du kannst Schiene mitbauen, wenn du willst. Ja. Wobei, das ja, mache ich halt gerade. Gibt's, ja, ich komme einfach mal zu dir. Hä, wieso haben wir da so ein scheiß Versatz drin? Das ist doch kacke. Wo Versatz? Ja, beim... In der Straße da. Hä? Macht gar keinen Sinn. Doch, ist ja schon mit halben gebaut, oder? Achim, welche Dinge hast du jetzt genommen? Die. Warte, ich sag's dir. Also, nein, die Richtung hast du. Ich habe ja das Ding, das erste Element gesetzt. Ja. Hast du das umgebaut oder deins umgebaut? Also. Das umgebaut. Ah. Okay. Ja, das ist ja letzten Endes ein spiegelverkehrt jetzt, oder? Nee, ich habe jetzt genau das, die Ecke. Wenn du hier guckst, mal bei mir. Ja, können wir da. Warte, ich baue gerade. Dann kannst du drüber fahren. Siehst du das? Hm. Den Versatz jetzt da drin. Deswegen habe ich das erste Element gleich gesetzt, damit es vom Abstand her. Ich dachte, das ist einfach die Linie so ein bisschen versetzt. Nee. Das ist aber. Ach, geil. Ja, ist egal, nee, komm, scheiß drauf. Ja gut, ich kann es auch abreißen. Nein, lass es. Nee, komm jetzt. Lass, ja. Wo schon das ganze Ding abreißen da. Oh. Nein, noch nicht. Ich hoffe, das klappt so wie ich das Ding. Mann. Jetzt komme ich da nie wieder hoch, oder was? Wo bist denn? Ja. Aber ihr habt das hier auch weggebaut. Bau dir halt eine Rampe hoch, Mensch. Können Sie diesen unheimlichen Lärm einstellen, bitte? Mal Junior vom Server werfen, bitte. Geht runter. Warum? Weil du hupst. Hä? Nein. Mach ich doch nicht. Nein. Ich bin nicht beim Auto. Dann hub dein Auto. Dann steig ein und änders. Ich bin kein Pirat. Auf einmal. Arr. Kann man das in der Mitte hier abreißen oder wegmachen? Ja, ne? Wo war es in der Mitte? Die Pflanze. Ja. Ne, die brauche ich noch. Theoretisch könnten wir es auch lassen, so eine Art Kreisverkehr. Ist da? Ah! Ach, Mann. Oh,
Bahnstrecke zu stark gebogen. Du kannst mich jetzt echt mal am Popo kratzen, du scheiß Bahnstrecke. Muss man das im Nachhinein umfärben oder was? Ja, es ist halt kein Bauplan, weil du kannst keinen Bauplan hier machen. Okay. Ja, das ist jetzt halt ein Gefrickel. Das müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen überhaupt. Weil da stimmt der Abstand nicht ganz. Wir mal gucken, wie wir das regeln. Die Regels regeln die Regeln, das weißt du. Aber so können wir es jetzt erstmal lassen. Wir lassen es erstmal so und dann gucken wir mal. So, mal die Frage, ob wir hier langsam mal noch einen Ausstieg machen wollen. Oder ob wir es komplett durchführen. So, mit der Brücke schon hinten am Stoff und Öl Ding, ja. Ja. Okay. Ja. Weil das noch nicht angeschlossen. Nee, da müssen wir noch eine gescheite Abfahrt dann runter machen. Da brauche ich für den Zug wahrscheinlich wieder so ein Kreisel runter, wie ich schon ein Ding gebaut habe. Mhm. Oder wir machen einfach eine einfache Fahrt. Gucken wir jetzt mal wieder. Nein. Also ich kann mir den ganzen Gleisarbeit an Mitte des 19. Jahrhunderts oder ja, 19. Jahrhundert voll mitempfinden. Das ist richtig. Körperliche harte Arbeit. Ich habe unser Problem mal abgesperrt jetzt. Ich selbst? Tatsächlich nicht. Was ist das Problem? Was? Da sind aber keine Betonpfeiler da reingebaut. Bis auf die Straße. Nein. Nur so ähnlich. Es gibt jetzt einen halber Dupe. Halber Dupe. Eigentlich brauchen wir es gar nicht. Wollte ja eigentlich noch heute die Kanonen bauen. Die Halber Dupe Kanonen. Mhm. Aber die gibt es jetzt halt doch erst beim nächsten Mal. Ja. Also nicht in der nächsten Folge. Doch, ja, doch, vielleicht in der nächsten Folge. So, wo sind wir jetzt hier? Jawohl, Super Dupe. Ich glaube, jetzt gehen wir einfach mal hier runter. Scheiß drauf. Ach, Bahnstrecke ist zu lang. Warte mal. So, Achim, ich nehme kurz mal Quarzdinger, okay? Ja, Quarz brauche ich noch keine mehr. Boah. Was fällt jetzt? Stahlrohre. Scheiße. Noch immer Stahlrohre? Ja. Wo bist du gerade? Hier oben. Wo bist du? Ja, nicht weit von dir weg, gerade Sekunde. Ja, ich kann auch runterkommen, wenn du oben bist. Ich bin ja oben. Ah, bist du oben, okay.
Aber ich auf der Zuglinie? Jo. Ah. Ah, da hinten sehe ich es blinken. Ich komme! Achim, ich komme! Komm dir entgegen! Lass uns in die Arme fallen! Kopfnuss! Hey, Banger! Das war super! So, ja, merke ich nicht. Reicht. Okay. Idee. Oh, Zug wäre ich heute gerne noch die Strecke gefahren. Da baller ich mit Vollgeschwindigkeit auf die Kurve zu und dann hagelt sich um die Kurve um. Ich glaube, das ist geil. Wie viel km schafft der Zug? Also das Maximale, wenn er bergab runterfährt, glaube ich 160. Oder sowas. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine. Lack. Konnte nicht mehr auf Mute stellen. Hypertube Röhre 1 ist fertig. Junior? Oh. Was passiert, wenn man in der Hypertube Röhre zusammenknallt? Wir fusionieren. an welcher Seite bist du? Dann fahre ich an die andere Seite. Hier bin ich. Ich will auch knallen. Dann fahre ich nach da hinten. Moment. Ja, nee, wir müssen es ja nicht probieren auf der langen. Ich habe hier nur eine kurze. Zu spät, ich bin schon da hinten. Doch geil. Und es ist lustiger, wenn man den Impact sieht. Oh je, ich habe so Angst. Dass wir sterben. Arin rettet uns dann eh nicht. Sag Bescheid, wenn du vom Loch stehst. Ich bin gerade runtergefallen, tatsächlich. Vom Loch? So kurz wieder hochfahren. Ich denke mal, so die Kreuzung müsste so, also die nicht Kreuzung, diese Abbiegung da, die Ecke, die müsste so ziemlich in Mitte sein. Nee, stimmt nicht. Nee, ist schon. Komm auf deine Seite. Ja. Gibt's eigentlich keinen Parkplatz oder so an der Seite immer? Wer war's? Mittendrin. Okay, ich stehe vorm Loch. Okay, ich auch. Also, fertig? Ja. 3, 2, 1 und rein. Achim, ich müsste gleich an dir vorbeiflitzen. Guck mal, der Hypertyp. Ja, die öffnet immer nur ganz kurz, bevor ich drinne bin. Das ist komisch. Bist du? Das ist halt. Ja. Das Problem ist, dass ich. Da war ich jetzt gerade. Blitzen ist ja was anderes. Ja, das ist halt, weil ich von unten nach oben komme, weißt du, dann bin ich halt langsam, wenn man... Wo bist du? Ja. 500 Meter. 300. Oh, jetzt knallen wir gleich. Achtung! Na, einfach durch. Durch. Okay. Wir sind viel zu schnell. Nee, das ist ja gut. Weil, Nee, ist schade. Dann brauchen wir nur eine Röhre. Nee, dann brauchen wir keine zwei Röhren machen, hin und zurück, weißt du? Aber ist doch cool. Sparen wir uns ja. Material. Aber das machen wir, wenn wir genug Material haben. Ja, wenn wir genug haben, ja. Ich kann eigentlich umdrehen, oder? Ja, ich habe gerade umgedreht. Also man kann umdrehen? Ja, in der Röhre. Einfach andere Richtungspfeiltaste drücken, dann dreh ich um. Cool. Also langsam, du musst ja wegen länger drücken. Macht Sinn. Und wenn die eben erst noch abfällt, ja, also man kann jetzt auch mehrere von den Eingängen hintereinander bauen, ja, dann kriegst du so Schwung mehr, ja. Mhm. Also dann hast du halt mehr Kraft, dann kommst du zum Beispiel schneller nach oben oder sowas. Weil ich übergehe. Also wie eine Pumpe nur halt. Mich hat unten rausgefeuert. Achso. So geil. Und dann ins andere Rohr rein und dann nach oben. Ja. Das war meine Absicht. Wusste aber nicht, ob es funktioniert. Es funktioniert. Ja, super. Jetzt komme ich gerade, Achtung.
Und zack, bist du oben. Junior, das muss ich eigentlich auch mal erlebt haben. Was? Flup, flup. Immer flup, flup. Du kriegst, ja, ja. Du kriegst aber ja, gar nicht mit, gell, dass du da reinknüppelst. Es macht halt nur kurz flup, flup. Genau, und dann stehst du da oben auf einmal. So, auf jetzt. Ein Junior baue ich jetzt eine Wand hin, dann klatscht er gegen die Wand. Das ist nur dann Wandmalerei. Ja. 3000 Jahren kommen Aliens her und denken, was haben die da gemalt? Hast nur so einen roten Fleck da, weißt du, wie bei dem einen Film da, wo es um Zeitreisen geht. Wie heißt er denn? Ist Judge Dredd? Nee, nicht Judge Dredd. Warte. Mit dem Jean-Claude Van Damme. Oh. Bill. Was fragst du mich das? Ja, okay. So alt ist er jetzt auch nicht. Ja gut, okay. Jetzt lassen wir das erstmal so. Dann kann ich ja noch... nein, ich will nicht da rein. Gut, da rein. Aber ich muss sagen, mit der Straße kommt man vom Gefühl her schneller nach dort. Wie sonst. Ja, du musst halt nicht über die durch die Wüste fahren. Das ist halt der große Vorteil. Bleibst halt auf dem Gas bis zur Kurve und dann... Nee. Ich bleibe auf dem Gas. Egal ob Kurve. Dann solltest du unbedingt Go-Kart fahren. Aha. Merke ich mir. Das ist nämlich der Trick bei den Leih-Go-Karts. Einfach immer auf dem Gaspedal bleiben. Ich hab Bremsen verliert. Der Bremsen schon, nur nicht vom Gas gehen. So. Oh, hier geht's runter. Wie eine Landung. Wieso hat mir keiner gesagt, dass da fertig ist? Oh, jetzt geht mir der Beton aus. Hab ich da oben noch Beton? Mach halt wieder an. Ich hab vorhin alle rausgeschmissen, sorry, da kann jetzt nicht helfen. Hab ich da nicht irgendwo gebunkert? Da ist er. Hast du gerade noch Beton bei dir? Junior? Ja. Tschüssi. Ah, flip flip. Aber der erste Flip. Er heißt Philipp, nicht flip flip. Ihr müsst da so reinsliden quasi, dann geht's schneller. Ah, jetzt haben wir da den Versatz auch. Scheiße. Geil. Ah, scheiße. Gut, dass ich jetzt schon die Zuglinien gebaut habe. Ja. Manchmal ist das jetzt relevant für die Auffahrt? Nee, eigentlich. Ja. Also ich finde. Probier jetzt mal. Ja? Bau noch die Zugauffahrt, bitte. Ja. Jetzt nur überlegen, ob ich eine ganz sanfte mache. Nein! Was? Rock'n'Roll-Auffahrt. Was, so ein Kreisel? Ja. Boah, nee, das brauche ich jetzt zu lang. Hat einer Quarzsand? Das kriege ich jetzt in den nächsten 5 Minuten nicht mehr hin. Okay. Nein, kein Quarzsand. Sehr unfair. Ja. Leben schadet. Sachen gibt's. Wir bauen doch eine Steiler. Wieso ist da eine Leiter?
Weil ich da hochkommen musste. Ich bin gerade voll gegen den Leiter gerannt. Warum rennst du gegen den Leiter? Ja, weil ich gerade die Auffahrt baue. Gegen die Leiter? Ach nee, ich habe den Gehweg vergessen. Oh nein. Wie soll man da entlang gehen? Ah scheiße, dann komme ich da aber gar nicht rum. Dann die Pumpe da im Weg steht. Oh. Ich hab euch was gebaut. Oh. Oh. Guten Tag. Wenn hier ist, komm mal her. Guten Tag. Ich hab euch was gebaut. Gefällt mir jetzt gar nicht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Ach, dafür schau dich Ding da hoch. Ja, eben nicht. Ich will's nicht. Das sieht scheiße aus, so. Und steiler ist kacke wegen dem Zug. Ich hab euch was gebaut. Ja, jetzt Mensch, wir sind gerade am Bauen hier. Nervt nicht. Nee, das kann nicht so wichtig sein. Was baust du da jetzt? Bisschen Spaß. Wenn du den Volldampf durchdann hast, dass du ein bisschen wach bleibst. Ja. Da fährst du eh nicht. Ja, what's up? Das wäre aber wieder in 60 Minuten neu gestartet. Deswegen müssen wir gleich Schluss machen. Ja. Aber ich will noch zufahren. Deswegen mache ich es ja gerade. Das ist jetzt nur zum Spaß. Sonst nix. Jetzt bin ich gestorben. Warum bist du jetzt gestorben? Wenn ich abgestürzt bin. Super. Dann fahre ich jetzt die Zugstrecke. Nein, ich will. Kein Fahrzeug hier am Hub. Ich hol dich jetzt mit dem Zug. Nein! Ich will. Ich will ganz zurückfahren. Du musst halt die Weichen stellen noch, gell? Ja, mach ja mit A und D. Ah, nee, du musst aussteigen dafür. Nee. Baller ich lieber über die Weichen drüber. Was war das? Oh Gott, es will. Deine, oder? Also mir gefällt die Zugbrücke. Finde ich voll geil. Echt schlicht, aber geil. Nicht schlicht oder echt schlicht? Recht schlicht. Echt links. Ja. Oh, wunderschön. So, wo ist er jetzt? Ich steht direkt vor dir. Also kann ich in die andere Lok. Ah, das ist ein Schauner-Lok. Ja. Ich meine, dass ich es als Pendelzug eingerichtet habe.
Da sitzt du jetzt in der anderen drin? Ja. Geil. Ja. Wenn wir praktisch drei Loks dann dran haben, dann können wir mal zu dritt mit dem Zug fahren. Juhu. Und jetzt musst du dir vorstellen, Achim, hast du einen Zug mit 10, 20 Waggons. Naja. So ein richtiger Güterzug halt. Dick, genau. Fett. Ja. Der fängt quasi. Der nur das Erz transportiert, weißt du, oder so. Ja, im Zielort fängt er an und hört schon im Anfangsbahnhof auf. Arscht. Yippie! Lass es, da kriegst du ja Kopfweh, du. Und jetzt geht's bergab. Jetzt kriegt er Speed, pass auf. Und dann voll in den Kreisel rein. Ja, eben. Ja, 170. Juhu. Und gegen die Wand. Ja. Und. Ja, die G-Kräfte will ich auch nicht erleben. Die komm machen mal dich, her. Die machen dich kaputt. Dann lass mich fahren. Ich will vorwärts fahren. Du kannst schon mit dem anderen rückwärts fahren. Ist genau das gleiche. Ja, aber ich will es vorwärts sehen. Ah, was haben wir? Wo bist du? Da. Achim, du auch. Nein. Wichtig. Doch, doch. Nein, nein. Hä? Wo super. Bist du denn hin? Ah, da. Komm mal hierher. Ja. Jetzt lauf mal hierher. Oh, guck mal. Oh, was ist das für ein Krüppelherz? Ah, oh, sehr schön. Der war richtig krübelig. Warte. Mach doch hier so das Auto davor. Ja, aber das ist Kunst heutzutage. Ja, das stimmt, das ist Kunst. Ich verkaufe das jetzt als NFT für 20 Millionen. Mhm. Mein Licht aus. Aber da hängt ein Zipfel raus. Ist egal. Muss ich ein kurzes reinbauen. Gut. Gerade noch ein paar Fotos. Aber meine liebe Leute, wir sind wieder am Ende angekommen. Warte mal, wir können jetzt noch gerade mal rüberdonnern. Mal gucken, ob wir nachher einen holen. Wobei, nee, einen holen tun wir nicht. Bin da. Hä? Bin da. Wo bist du da? Angekommen. Wo angekommen? Vorne. Achso. Ich komme gerade mit der Hypertube, deswegen. Halt, das wäre mal spannend, was ist schneller? Der Zug. Zug ist schneller. Das Auto? Also, ja, der Zug. Wenn die Hypertube jetzt noch runtergehen würde oder eben mit mehreren Dingen, dann wäre die Hypertube vielleicht noch schneller. Aber aktuell würde ich behaupten, dass der Zug schneller ist. Okay. Da ist er gerade, ich gehe zurück. So geil, was halt einen riesen Bremsweg hat. Ja, das ist gigantisch. Stell dir mal vor, jetzt Donnerstag da runter. Mit 20 Waggons. Wohin? Welche Richtung jetzt? Wo bist runter. Du? Runter. Also, los. Ja, anfahren ist schon. Ich brauche halt irgendwie 10 Röhren, damit ich erst auf Speed komme. Ja gut, der Zug ist jetzt auch gerade der schnellste Anfahrer. Oh ja, aber wesentlich. Na gut, jetzt ist er auch noch leer. Wenn er natürlich noch beladen ist und so weiter. Dann... Ich fahre mit dem Auto. Ist gerade unten reingedonnert, ich hab gesehen. Oh Scheiße. So, ich bin jetzt wieder mal festgepackelt. Ich bin unten. Ja, das kommt auf einmal mal so rein, donnert. Bahnhof. Da klemme ich mich im Sitz fest. Ja. Also, dann vielen Dank fürs Zugucken. Lasst ein Abo und Like da, wenn es euch gefallen hat. Mal ein bisschen Blödsinn hier machen. Gehört dazu. Gehört dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Und ciao. Tschüssi. Tschüss.